Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Und wie ihr das gewohnt seid, sitzt mir auch heute wieder eine spannende Interviewgästin gegenüber. Und sie ist tatsächlich eine ganz schön umtriebige Person. Also wenn ich so sehe, was sie alles tut und macht und das alles im Zeichen des Hundes steht, da ist schon eine ganze Menge für euch dabei, liebe Leute. Das kann ich euch schon mal so vorwegnehmen. Denn sie ist zum einen Geschäftsinhaberin des Online-Shops Hundwerkzeug, wo du jede Menge Infos, Produkte, ob digital, ob wirklich haptisch zum Anfassen und Benutzen, kaufen kannst. Sie ist Inhaberin der Hundeschule Mensch-Hund. Und nicht zuletzt hat sie ein super cooles Projekt ins Leben gerufen, was, glaube ich, so das aktuelle, absolute Original in diesem Format ist, nämlich den Online-Hundekongress, der dieses Jahr zum 5. Mal stattfinden wird, vom 17. bis 22.11. Liebe Ariane Ulrich, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen mit mir zu plaudern. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dabei zu sein. Mal auf der anderen Seite. Ja, genau. Sonst bist du ja eher diejenige, die interviewt und fragt und da entsprechend ganz viele Leute schon vor deinem Bildschirm hattest und da auch ganz, ganz viel machst. Ich habe jetzt schon so ein bisschen ausgeholt und all diese Projekte sind ja aus deinem Drang, Hundewissen zu verbreiten, irgendwo entsprechend auch entstanden. Und jetzt geht's ja so langsam Richtung Kongress zu. Es ist September und im November findet er dieses Jahr wieder statt. Ein Projekt, was wirklich seinesgleichen sucht, denn da hast du fünf Tage geballtes Wissen aus den verschiedensten Bereichen rund um den Hund dabei. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es zu dieser Idee, die jetzt doch mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist, gekommen ist. Ja, also Kongresse, Online-Kongresse gibt es ja schon relativ lange und die kommen so ein bisschen aus diesem esoterischen Bereich, also Selbstfindung und alles, was so in Richtung Spiritualität und sowas geht, da gibt's relativ viele Kongresse. Und dann hat das in meiner Down-Syndrom-Bubble, ich habe eine Tochter mit Down-Syndrom, deswegen habe ich damit viel zu tun, hat das jemand gestartet, hat einen Kongress gestartet zum Thema Down-Syndrom und Inklusion. Den fand ich ziemlich klasse. Anfangs war ich da so ein bisschen, das klang so ein bisschen, als wollte mich da jemand über den Tisch ziehen, ne? Also von wegen hier, du kriegst das alles kostenlos. Ja, irgendwie wollen sie mich dann doch zum Bezahlen bringen. Und habe da auch tatsächlich hin und her überlegt, aber dann dachte ich, naja, gut, okay, ich krieg so viel Spam am Tag, melde dich da mal an. Und dann war das tatsächlich sehr interessant. Wir hatten auch da eine ganze Woche wirklich Interviews kostenlos zu allen Themen, die mich als Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom sehr interessiert haben und rund um die Inklusion und auch wirklich einen echten Mehrwert gebracht haben. Manche mehr, manche weniger, ist ja klar, ist für jeden unterschiedlich. Und dann dachte ich, das ist so großartig und vor allem dieser Hintergrund, dieser Netzwerkarbeit, also was sich dadurch ergibt. Man lernt Leute kennen, die du in der Masse ja gar nicht im Alltag findest oder überhaupt kennenlernen kannst. Du siehst sie da persönlich vor der Kamera und kannst sie einschätzen, kannst Sympathien entwickeln oder eben auch nicht. Und das fand ich großartig und dachte, das muss es für Hunde auch geben. Das ist richtig super. Dann war ja dann auch, das war so ein Jahr vor Corona, haben wir damit gestartet. Sind wir dann voll in die Corona-Zeit reingegangen, haben ja deswegen auch diesen Stay-at-Home-Kongress gemacht. Das hatte so super gepasst und ist auch echt gut angekommen. Natürlich haben wir anfangs auch genau dieselben Feedbacks bekommen, die ich dachte, so von wegen, ja, komm hier, kostenlos, verarsch mich doch nicht. Aber es ist ja tatsächlich kostenlos. Und deswegen finde ich diese Kongressmöglichkeit großartig, weil es eine Win-Win-Situation für alle ist. Also du bietest Menschen kostenloses Wissen und tatsächlich einen Mehrwert, weil ich die Leute einfach das fragen kann, was ich in irgendwelchen Blogartikeln nicht fragen kann. Wenn die mir irgendwas sagen, dann kann ich nochmal richtig hinterherfragen. Ist also ein Mehrwert, zumindest für mich, aber nach den Feedbacks auch für viele andere.
für diejenigen, die was wissen wollen. Es ist eine Werbemöglichkeit, ganz klar, für die, die sich dort als Interviewpartner zur Verfügung stellen, weil sie halt wirklich viele Leute erreichen. Eins, zwei, wen haben wir noch? Und es ist natürlich auch ein Mehrwert für mich neben dem Mehrwissen, weil ich ein Netzwerk aufbaue und so viele Leute kennenlerne und damit für mich Wissen verteilen kann, sodass jeder sich das raussucht, was er will. Und das ist großartig. Ja, du hast schon so erstmal jetzt aus zwei Perspektiven berichtet. Natürlich aus der Teilnahme an Kongressen, die vielleicht noch in einer ganz anderen Sparte dann auch wichtig waren. Das kenne ich ja auch. Es gibt aus den verschiedensten Bereichen diese Möglichkeit, ob es jetzt Vertrieb, ob es Medizin, Gesundheit, was auch immer ist. Und es ist ja immer unter dem gleichen Stern gestellt. Also natürlich erstmal, das hast du gerade schon sehr ausführlich angesprochen, das Thema dieser kostenlosen Wissens zur Verfügungstellung, wo wir dann schon mal einen Bereich haben, wo wirklich jeder von profitieren kann, weil er sagt, okay, es gibt etwas, was ich mir kostenlos anschauen kann. Und ja, natürlich ist nicht jedes Interview für jeden interessant, weil jeder an einer anderen Stelle steht, schon ein ganz anderes Wissen hat. Aber vielleicht ist gerade dieses für denjenigen, der es jetzt gerade hört, super wertvoll. Und wenn das dann eben nochmal vertiefend irgendwo aufgegriffen werden soll, dann ist eben die Möglichkeit, diese Leute entsprechend natürlich zu kontaktieren, wo man gesagt hat, Mensch, das ist jetzt aber exakt das, was ich gerade brauche. Und das ist ja wirklich auch so eine Möglichkeit. Also es ist ein sehr, sehr bewegtes, ja, oder eine sehr bewegte Plattform, möchte ich mal gerade sagen, um Leute direkt kennenzulernen und einfach mal zu hören, Mensch, was erzählt denn derjenige so? Und ich habe vielleicht schon so viel gelesen oder ich lese immer von demjenigen. Und es ist doch irgendwo was anderes, wenn man ein bisschen mitbekommt, wie spricht derjenige und wie antwortet derjenige auf Fragen und wie ist denn das so? Und das sind viele Bedenken, die dann entsprechend natürlich immer sind, wenn das so steht, oh, der ist kostenlos und was ist denn dann hinterher? Und gerade die Leute, die das aus dem beruflichen Kontext vielleicht gar nicht kennen, also so dieses Kongressthema, was eigentlich gang und gäbe ist, dass es immer irgendwie kostenfrei, ich sag mal so, die oberste Plattform gibt und dann kann ich natürlich gucken, okay, grabe ich tiefer, dann ist es natürlich in meinem Ermessen, wie viel möchte ich wissen und wie viel möchte ich da von demjenigen irgendwo auch erleben. Und bei diesem Kongress machst du es so, dass es ja wirklich erstmal eine ganze Zeit lang auch für jeden, der sich dort einträgt, kostenfrei zur Verfügung steht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, nur während einem Tag oder so können die Leute das sehen, sondern wie läuft das bei dir ab? Also ich will mal ganz kurz nochmal damit starten, weil du es gerade nochmal gesagt hast, man holt die Leute dort, also jeder kann das gucken an dem Punkt und das mitnehmen, an dem er steht. Was ich persönlich oder was mir echt wichtig ist und deswegen wirklich weit verbreite, ist, dass die Leute mir zu dem Thema, was ich habe, auch noch ihre Fragen schicken. Das heißt, ich verbinde die nochmal sogar etwas konkreter. Das ist super, weil da kommen dann teilweise Fragen, die mega interessant sind, an die ich selber gar nicht gedacht hatte. Oder auch Fragen, wo du denkst, so, das hätte ich jetzt gar nicht angesprochen, weil das ist doch klar, oder? Jeder steht halt tatsächlich woanders. Der Kongress und wir haben, das ist auch wirklich wichtig, deswegen der Kongress läuft über eine ganze Woche. Und innerhalb dieser Woche gibt es jeden Tag einen Teil der Videos 24 Stunden frei zur Verfügung. Also nicht alle Videos die ganze Woche, sondern jeden Tag einen Teil. Ich versuche, die so ein bisschen aufzusortieren, dass es thematisch passt oder inhaltlich. Ich muss, also irgendwie versuche ich diese zu sortieren, das ist jedes Mal neu. Und wir versuchen auch an jedem Abend, weil du sagst, es ist belebt und es freut mich sehr, diese Rückmeldung zu bekommen, eine Live-Diskussion zu starten. Also tatsächlich nochmal die Leute vor dem Bildschirm zu holen und zu sagen, so, jetzt passt mal auf, hier zu diesem Thema, was wirklich mega interessant ist, haben wir nochmal welche eingeladen und da kannst du live dabei sein und über den Chat auch nochmal mitdiskutieren. Ich versuche das zu moderieren. Und die Leute stellen dann nochmal Fragen, so dass ich dann parallel die Fragen nochmal mit reinschmeiße. Es klappt nicht immer, weil es manchmal wirklich elendig viele Fragen sind, aber ich glaube, das meiste haben wir immer ganz gut gekriegt. Genau, dann läuft dieses eine Woche lang und die Leute können die Interviews, die für sie interessant sind, sich kostenlos angucken. Und es gibt immer auch einige, die schaffen wirklich alle Videos. Die sind dann die ganze Woche, nehmen sich dann dafür auch tatsächlich frei. Ich habe eine Rückmeldung gekriegt und haben dann wahrscheinlich abends immer viereckige Augen.
Ja, und dann natürlich, also so ein Kongress kostet echt nicht nur Zeit. Ich starte in der Regel ja schon im August, also fast ein halbes Jahr Vorarbeit, sondern auch richtig viel Geld. Also da steckt eine Menge Technik dahinter. Wir programmieren unsere Dinger selber, damit die wirklich auch sicher sind und da keiner Sorge vor Viren und so weiter haben muss. Da ist Werbung dahinter, eine ganze Menge. Also es kostet richtig Geld. Und das versuchen wir wieder einzuspielen, indem wir alle Interviews plus Extrasachen von den Speakern, die damit natürlich sich auch nochmal bewerben, mit Rabatten, kostenlosen Infos und so weiter, auch mal Fragerunden und Webinaren, als Paket verkaufen. Ne, das ist ein Klacks. Es kostet dieses Jahr ein bisschen mehr als in den letzten Jahren, weil alles halt teurer geworden ist, aber ich bin dieses Jahr auch ein bisschen eskaliert, was die Anzahl unserer Sprecher angeht. Deswegen lohnt sich das tatsächlich. Und können das als Paket kaufen, haben das lebenslang zur Verfügung und haben dann eben Zeit, wirklich immer wieder reinzugucken. Und spannenderweise habe ich auch dieses Jahr wieder E-Mails bekommen, die sagen, ach, ich habe jetzt was aus dem ersten Kongress, also vor fast 5 Jahren gehört. Jetzt kapiere ich das, jetzt passt das. Das ist total interessant. Genau, also es ist ja nicht nur das aktuelle Programm quasi dann verfügbar, sondern das ist ja, also man muss ja eigentlich sagen, es wird ja so eine riesige Wissensbibliothek irgendwo, weil dann natürlich auf alles zurückgegriffen werden kann, was ja auch schon alles erzählt, gemacht, gezeigt, getan worden ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, da kämpfe ich ja auch, oder naja, kämpfen tue ich nicht, aber diese Pessimistenstimmen von online und das ist doch alles irgendwie hier und passt nicht und alles nur live. Und da kommt man ja doch irgendwie immer mal so ein bisschen dran vorbei, dass es da doch Menschen gibt, die sich da ein bisschen schwer mit tun, das zu akzeptieren und das einfach mal auszuprobieren. Und aber es ist halt alles dokumentiert. Also es ist ja da. Es ist alles, was jetzt gesprochen, gesagt, gemacht, getan wird, wird ja im Prinzip auch für jeden verfügbar sein. Und das ist ja eigentlich ein unheimlicher Wert, der da geschaffen wird, weil diese Haltbarmachung, sage ich mal so, von Wissen nochmal eine ganz andere Form findet. Und ich kenne das von mir. Also ich lese tatsächlich schon auch irgendwie gerne, aber es ist doch etwas anderes, wenn ich etwas höre, etwas sehe und Fragen stellen kann. Das ist ja noch ein super Bonuspunkt, dass man wirklich auch seine Fragen loswerden kann in dieser Zeit zu diesem Thema, was einen persönlich selber interessiert. Ansonsten muss ich ja das annehmen, was mir eben geboten wird. Und vielleicht habe ich eine ganz andere Frage dazu, die bisher noch nicht gestellt worden ist. Und so kann ich da natürlich enorm von profitieren, weil es einfach so flexibel ist, was da passiert. Und ja, jetzt sagtest du gerade schon, du bist so ein bisschen eskaliert für das Jahr, was jetzt folgt. Nochmal, weil du so gesagt hast, oh ja, dieses Jahr ist ein bisschen teurer, da kommt ja auch der Pessimist direkt wieder um die Ecke. Ja, eher ist kostenlos und dann kostet es. Ja, natürlich kostet es was, wenn ich jetzt halt mein Leben lang auf Mega-Wissen von wirklich Menschen, die ich ja so auf einem Haufen auch selten erlebe, also habe ich noch nie, ich kenne noch so die ersten Versuche irgendwelcher Hundekongresse in live, die dann irgendwie auch stattgefunden haben, aber natürlich während Corona sowas alles eingestampft worden ist. Und dieses Zusammentreffen an so vielen Leuten ist ja eigentlich kaum möglich live. Und erzähl uns doch mal, wie viele du für dieses Jahr im Programm hast bisher. Ich weiß nicht, wie flexibel du bist, ob du zwischendurch auch noch jemanden reinquetscht und sagst, Mensch, da passt noch einer, ich habe noch Lücke und da ist noch ein bisschen Langeweile am Start, da geht noch jemand dazu. Wie viele sind es dieses Jahr? Also, das Internet bietet uns ja neben all den negativen Dingen, die ja so überhand nehmen, bietet einem mega die Möglichkeit, aus seiner Bubble rauszukommen. Also, während es auf der einen Seite so eine Bubble erschließt und man aktiv wirklich draußen den Kopf halten muss, ermöglicht es uns genau auf diese Weise, sich zu öffnen. Und so wie du sagst, die Live-Kongresse sind super, weil man dann natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten hat und noch direkter mit den Leuten in Kontakt gehen kann. Aber es sind halt eine kleine Anzahl von Menschen, weil man sich das gar nicht leisten kann, einen viel größeren Kreis zu machen. Online geht das viel, viel mehr. Und ja, ich bin völlig eskaliert. Das ging so, dass ich dachte, boah, zu dem Thema brauche ich noch was und zu dem Thema. Und dann hatte ich
plötzlich eine Liste. Ich glaube, ich bin bei 38 oder sowas. Das ist, ich hoffe, ich kriege die auch irgendwie unter. Es ist wahnsinnig viel, aber es bietet mir halt die Möglichkeit, mir Leute anzugucken und Themen anzuhören, die ich gar nicht geplant hatte, anzuhören und anzuschauen. Und dann zu merken, Mensch, das ist ja total spannend. Ja, also das ist ja auch nochmal ein ganz neuer Bereich. Und gerade für die Leute, du hast es gerade angesprochen, die eher sagen, ich lese mal lieber ein Buch oder sowas, die kann es halt kostenlos ausprobieren. Ne? Also man muss ja nichts investieren tatsächlich, sondern man probiert es einfach aus und wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann halt nicht. Und ich habe als Rückmeldung auf meine Bücher, die ich geschrieben habe, fragen ja immer mal wieder Leute nach, wie sie das bei ihrem Hund umsetzen sollen. Und immer wieder mal so Mails dabei, wo ich dachte, das habe ich doch gar nicht geschrieben. Also sowas niemals gemeint. Und versucht es dann zu erläutern. Aber Leute lesen Dinge mit ihren eigenen Erfahrungen, ne? Und mit ihrem, was sie erlebt haben und wie sie denken und fühlen und verstehen dann Dinge anders, als ich sie vielleicht gedacht habe. Bei einem Interview oder bei einem Live-Chat oder bei diesem recht engen, dichten Herangehen an die Speaker habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, das Richtige zu verstehen und auch richtig zu vermitteln. Natürlich ich als Interviewpartner noch mehr, weil ich direkt nachfragen kann. Aber durch die Diskussionen, die dann nachher entstehen, also unter den Interviews auch noch mal. Also man kann also Verständnisfehler vermeiden, ne? Also kann man sagen, also wenn die das wirklich so denkt, dann ist die aber richtig doof. Oder ach so, Mensch, das hatte ich ja überhaupt nicht gedacht. Und letzter Punkt noch, weil du sagst, es ist eine Unmenge an Wissen. Ja, ist das total jetzt zum 5. Kongress. Wir haben ja bei jedem Kongress mindestens 30 Speaker gehabt. Also ne, kannst du dir ja ausrechnen, wie viel das ist. Klar, einige Themen wiederholen sich, aber von anderen Speakern. Wir haben eine KI, also eine künstliche Intelligenz programmiert, die du für die Suche nutzen kannst. Also es ist keine normale Stichwortsuche, sondern die KI holt sich die Infos aus den Interviews raus und auf der Website kannst du eingeben, welches Thema denn schon mal behandelt wurde und die KI findet dann all die Interviews, in denen das besprochen wurde. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Definitiv. Das sind natürlich Features, die unheimlich weiterbringend sind und natürlich auch sehr zielführend, wenn jemand was sehr Bestimmtes sucht und da dann auch nochmal weitere Informationen zu haben möchte. Und gebe vielleicht nochmal so ganz provokativ in die Richtung von denen, die sagen, ja, kostenfrei. Und du hast es gerade schon gesagt, derjenige, der sich da immer so ein bisschen anstellt und denkt, er würde dann irgendwie auf einmal irgendwas unterschreiben. Also erstens, wenn man sich anmeldet, ist es definitiv möglich, erstmal kostenfrei Wissen zu konsumieren. Wenn man feststellt, das ist nichts für einen, ist das nicht schlimm. Man kann sich auch dann, natürlich folgen E-Mails danach, von diesen immer abmelden. Also wenn man es gar nicht möchte, kommt man immer noch aus der Nummer raus. Aber es wäre vielleicht mal einen Versuch wert, denn man könnte tatsächlich etwas dazugewinnen. Also das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu sagen, weil also ich mit meinem kleinen Ding da mit den Dummy-Online-Kongress-Geschichten habe das ja im letzten Jahr einmal so erlebt. Und das ist ja wirklich, wenn man so mit diesem Ding startet, viele denken dann irgendwie, sie hätten gleich eine Waschmaschine mitgekauft, wenn sie da irgendwie ihre E-Mail irgendwo angeben. Passiert aber nicht. Also keine Sorge, liebe Leute, ihr habt definitiv, wenn ihr euch für was Kostenfreies eintragt, definitiv erstmal kostenfrei etwas zur Verfügung und zwar was richtig, richtig Cooles. Gibt es nämlich tatsächlich nirgendwo anders, gerade in diesem Format, in dieser Größe und in dieser Menge. Und ja, wenn man dann sagt, nee, ist alles nichts für mich und man hat es nicht geschafft, die Interviews anzuschauen, weil man auch sagt, Technik ist überhaupt nicht meins. Und ist ja auch alles okay, können wir ja auch verstehen, aber es ist kein Problem, man kann sich von jedem Newsletter immer abmelden, aber man verpasst halt unheimlich viel, wenn man das dann tut. Aber das nochmal als Netz und doppelter Boden für diejenigen, die immer 95 Mal überlegen, ob sie jetzt den Knopf drücken oder eben nicht. Ist auch total richtig, ne? Also es ist schon wichtig zu gucken, wo man sich anmeldet. Der Newsletter muss sein, weil wir logischerweise darüber die Links verschicken. Ohne den geht's halt nicht. Sonst würden die Teilnehmer nicht wissen, wo sie das Interview zu finden haben. Und das ist ein ganz normaler Newsletter-Anbieter wie bei anderen. Und da gelten die Datenschutzbestimmungen wie überall anders. Man kann sich an- und abmelden. Kann man übrigens auch selbst machen. Man kann natürlich auch schreiben, meld mich mal ab, dann drücke ich halt den Knopf.
Genau, Max ist immer ganz unten irgendwo zu finden. Abmelden. Natürlich schön klein, weil man möchte natürlich weiter informieren, aber es geht trotzdem. Ja, natürlich. Es ist ja auch schade, wenn man all das nicht mitbekommt, was man da alles so wissen könnte. Aber gut, das können wir natürlich auch verstehen, dass jeder seinen Standpunkt hat. Und ja, der 5. Online-Kongress steht vor der Tür. Am 17.11. geht es dann los. Und magst du schon mal so ein bisschen teasern, was sind denn so, also du wirst ja sicherlich Wunschthemen gehabt haben, oder? Also wenn man sich sowas überlegt, du hast es gerade eben ja auch schon gesagt, das Thema Netzwerk und Verbindungen aufbauen ist natürlich dann auch ein riesengroßer Punkt. Das heißt, du hast sicherlich auch so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, das will ich mal wissen. Und denjenigen schreibe ich an. Gibt es da so ein paar Sachen, wo du gesagt hast, boah, das war dieses Jahr echt und super wichtig, dass es dabei ist? Ja, immer. Also jedes Jahr. Ich habe eine lange, lange Liste jedes Mal. Und das Schwierigste dabei ist tatsächlich, jemanden zu finden, von dem ich persönlich denke, dass der da faktenorientiert erläutern kann. Weil also Hundetrainer und Hundetrainerinnen und Experten gibt es ja viele. Aber ich hätte halt immer gerne diejenigen, die auch wirklich Spezialwissen drin haben. Nicht nur das 0815, sondern wirklich Erfahrung auch über mehrere Jahre darin gearbeitet haben. Das ist mir schon wichtig. Und klar, ich selber finde auch nicht jedes Interview, was ich gemacht habe, toll. Bei manchen dachte ich, hätte es mal vielleicht doch lieber, aber das ist halt so, ne? Das sind die gewissen Risiken. Und erstaunlicherweise sind auch bei einigen Interviews, die ich selber gar nicht so toll fand, sind Rückmeldungen gekommen, die sagten, das war so großartig. Und ja, das ist super, weil es halt verschiedene Menschen sind, ne? Dieses Jahr, und mir liegt immer sehr am Herzen, dass wir tatsächlich wissenschaftsbasiert und faktenorientiert sind und möglichst emotionslos im Sinne von, wir bauen mal eine Bubble auf und kritisieren die andere. Also ich versuche immer möglichst irgendwie Brücken zu schaffen. Dieses Jahr freue ich mich ziemlich, dass ich mit Gerd tatsächlich das Thema Mein Hund macht's nur für Leckerlis nochmal besprechen kann, weil ich das super wichtig finde. Also müssen wir mal Leckerchen dabei haben? Warum kann er das nicht einfach machen, weil er halt mein Hund ist? Ende der Diskussion. Das habe ich dabei. Dann, das hatte ich schon im Frühjahr ja probiert, ist leider schief gegangen, das Thema Qualzucht. Ja, ganz, ganz großes und finde ich auch sehr wichtiges Thema mit ganz vielen Informationen, die beim Hundehalter, bei der Hundehalterin noch nicht angekommen sind, die dann sich eigene Meinung aufgrund ihrer Erfahrung bilden, aber die Fakten nicht kennen. Und deswegen war mir das wichtig. Ich habe es aber im Frühjahr leider nicht geschafft, weil die eine Seite mir leider abgesagt hat. Ich wollte eine Live-Diskussion starten. Jetzt gucke ich, dass ich dieselben Leute nochmal in Interviews bekomme. Ich habe auf jeden Fall zwei zum Thema dabei. Den Professor Dr. Achim Gruber, den Pathologen. Der ist super. noch ein, zwei andere. Es stehen auch noch nicht alle auf der Liste. Das ist mir wichtig dieses Jahr. Und ich gucke mal gerade, also auf www.hundekongress.com oder de könnt ihr das finden. Und ich freue mich auch, dass wir dieses Mal wieder ein paar Wissenschaftler dabei haben, und zwar die Dr. Stefanie Riemer zum Thema Angst bei Hunden. Das ist großartig, dass wir die dabei haben. Und ja, was ich mich auch richtig freue, den Dr. Adam Mikloschi haben wir diesmal dabei. Auch Hundeforschung für Hundemenschen. Also nochmal ein bisschen mehr in Richtung Fakten und was ist wirklich und neben den Emotionen, die natürlich dazugehören. Und wir starten demnächst auch noch eine kleine Werbekampagne mit noch mehr Wissen. Mehr verrate ich noch nicht. Bin da nämlich noch voll am Arbeiten. Also es wird auch dieses Jahr wieder richtig gut. Ach so, eine Sache noch. Die Live-Diskussion zum Thema Rassen. Also welcher Hund passt zu mir? Die finde ich auch. Also ich glaube, dass sie auch richtig gut wird. Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Da hatte ich ja alle, die du gerade genannt hast, habe ich glaube ich schon im Podcast gehabt. Also immer sehr interessante Gespräche und gerade auch so ein Professor Dr. Gruber, ich glaube, da kann man sich mega drauf freuen. Ich habe schon ganz viele vergessen. Ich gucke hier gerade ja, parallel auf die Seite. Da sind ja auch noch jede Menge mehr, aber also das sind schon echt Sachen und auch sehr wichtige Themen. Also das heißt auch, es ist ja auch schon sehr kritisch, was sicherlich dann auch so das ein oder andere kommen wird. Es geht hier nicht nur darum, ob ich jetzt meinem Hund die Leckerchen oder die Leine kaufen kann, sondern da geht es halt wirklich auch mal an ein paar Themen ran, die
vielleicht nicht jeden so unbedingt erfreuen, aber wenn wir uns dann wieder darauf besinnen, was wir eigentlich alle wollen, nämlich mit unserem Kollegen und Freund Hund ja irgendwo dann entsprechend auch ja, so das Ganze irgendwie, das Leben irgendwie nett gestalten wollen, möglichst gesund und langlebig, dann ist es eben so, dass wir natürlich auch so ein paar Sachen mal vielleicht angucken sollten. Und da sind, also über sowas freue ich mich immer sehr, weil es einfach dann, gerade wenn es um Fakten geht, uns natürlich weiterbringt, sich das auch mal entsprechend anzuhören und anzu, ja, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Objektiv vor allem, ne? Genau, das ist ja so ein ganz großes Thema in der Hundewelt, dass nicht nur emotional darüber diskutiert und gesprochen wird, sondern man einfach Dinge sieht, die dann unter Umständen der Wissenschaftler nun mal so einfach gar nicht anders sagen kann, weil es halt so ist, weil Fakten nun mal Fakten sind und wir die nicht wegdiskutieren können. Und ich glaube, das wird super, super spannend, egal wo man steht, egal wie viel Hundeerfahrung man hat und egal welchen Hund man hat. Ich denke, da ist immer für jeden was dabei und deswegen ist es sicherlich auch schon sinnvoll, sich jetzt anzumelden, denn wenn man sich jetzt anmeldet, bekommt man ja auch schon vorab Infos. Und wenn ich hier so parallel gerade auf die Seite vom Hundekongress schaue, dann hast du auch noch so einen Punkt Extrawurst mit dabei, wo es schon auch Wissen vorab gibt, auch kostenfrei, ob es Podcasts, Trainingsanleitungen, Webinare sind, wo du dann auch schon von profitieren kannst. Also es sind nicht nur in Anführungszeichen die Tage, die voll gefüllt mit Terminen der Interviews sind oder der Live-Diskussion, sondern auch schon vorher. Das bedeutet, wenn du dabei sein möchtest und das Ganze tatsächlich kostenfrei konsumieren kannst, dann schau definitiv schon mal auf www.hundekongress.com vorbei. Du kannst dich dort jetzt kostenlos schon anmelden, verpasst dann nichts, was schon an Vorab-Infos und vielleicht an kleinen Goodies auch schon in den E-Mails natürlich mitzufinden sein wird. Und ja, ich bin ganz gespannt auf diese 5 Tage. Wenn du dich jetzt anmeldest, wirst du sicherlich auch nochmal schauen können, was gibt es entsprechend in den alten Episoden auch noch zu, vielleicht für deine Themen. Also denk nochmal daran, dass es ja auch die ganzen Aufzeichnungen gibt, der Pakete der vergangenen Jahre. Und ja, liebe Ariane, ich glaube, das wird definitiv ein sehr, sehr spannendes, auch arbeitsreiches Drumherum für dich auf jeden Fall bei, ja, 35, 38 Leuten. Das ist eine Menge zu tun. Aber am Ende lohnt es sich ja tatsächlich und man hat da wirklich etwas geschaffen oder du hast da etwas geschaffen, was tatsächlich sehr, sehr einzigartig in diesem Bereich ist. Und ich glaube, dass wir da noch ganz, ganz viel profitieren können. Und ich bin ganz gespannt, wie dieses Jahr so das ganze Line-up ist. Und angemeldet auf jeden Fall schon. Und von daher, liebe Leute, anmelden könnt ihr euch jetzt schon nicht verpassen. Und dann natürlich auch noch die anderen Jahre anschauen, anhören und das für euch rausziehen, was für euch wichtig ist. Eine super Sache. Und ich glaube, ja, wir dürfen uns auf den November freuen. Und lieben Dank, Ariane, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Es wird kein trüber November. Nee, ist auch die passende Jahreszeit dafür, ne, wenn es so gerade sehr, sehr dunkel ist und man nicht mehr so gerne raus möchte und dann so wahnsinnig viel Input drinnen bekommen kann. Eine sehr gut gewählte Zeit. Ja, als Podcast halt doch draußen dann. Sehr gut. Lieben Dank, Ariane. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Tage. Bin ganz gespannt und danke dir für deine Zeit. Danke dir. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.